Hallo und herzlich willkommen, wie versprochen. Immer noch im Gespräch mit Egidius und Arcadius, Entschuldigung. Und wir machen nun weiter. Habt ihr im Schreibzimmer des Abts etwas gefunden? Ihr werdet schon sehen. Der Abt hatte einige Bücher auf dem Tisch, die noch nicht in die Bibliothek aufgenommen worden waren. Es waren merkwürdige Bücher. Sehr sogar. Waren es ketzerische Bücher? Satanische? Kann sein. Zwei von ihnen waren in einer fremden Sprache verfasst. Und das dritte, in perfektem Latein, handelte von Hexerei. Aber solch ein Buch in den Händen der Kopisten einer Bibliothek? Lasst euch nicht von Äußerlichkeiten täuschen. Trotz der Sorgfalt, die in dieser Abtei beim Arbeiten mit Pergament gepflegt wird, können abgesehen von uns fünf oder sechs Gebildetsten nur wenige Mitglieder dieses Klosters lesen. Am wenigsten die Kopisten. Ja, auf meinen Reisen habe ich recht häufig Bibliotheken besucht, in denen die Mönche nicht ein Wort dessen verstanden, was sie kopierten. Sie haben einfach die gleichen Formen nachgebildet. Aber in einer Abtei wie dieser? Vor allem in dieser. Und was geschah danach? Sie haben mich erwischt. Der Abt, Marcellus und Segundo kamen genau in dem Augenblick herein. Jemand sagte: Bruder Arcadius, seid ihr verrückt? Und das hat mich auf die Idee gebracht, so zu reagieren, als sei ich verrückt. Und so ließen sich unentschuldbare Handlungen entschuldigen. Genau. Ich merkte, dass ich aufgrund meines Alters und indem ich vorgab, nicht ganz richtig im Kopf zu sein, weiterforschen konnte. Oder bestimmte Orte im Kloster aufsuchen konnte, ohne verdächtig zu wirken. Ihr habt mich gnadenlos hereingelegt. Und das ist nicht leicht. In meiner Jugend, vor der Priesterweihe, war ich sehr theaterbegeistert. Ihr seid ein großartiger Schauspieler. Mein Freund Lope wäre von euch begeistert. Meint ihr den Dramaturgen? Kennt ihr ihn? Ich bewundere ihn sehr. In der Bibliothek habe ich einige seiner Werke gelesen. Er ist ein begabter junger Mann. Obwohl ich gehört habe, dass er sich in einer Lage befindet, die, wie soll ich sagen, der euren gleicht. Meine Verbannung ist freiwillig. Aber es ist bekannt, dass er für 8 Jahre verbannt wurde. Sollte er hier erscheinen, droht ihm der Tod. Seid vorsichtig mit Nazario, lieber Leonardo. Macht und Gold verdunkeln die Welt mit jedem Tag mehr. Ah, das war sowieso schon abzusehen. Könntet ihr mir einen Hinweis geben? Ihr müsst Martin überwachen. Den Koch? Kennt ihr einen anderen? Vor einigen Jahren habe ich herausgefunden, dass er in Wirklichkeit ein Hexer ist. Was? Ich verstehe euch nicht. Ein junger Knecht, der nahe genug neben mir stand, mich aber für taub hielt, erzählte einem anderen, dass der für die Küche zuständige Mönch ihm die Zukunft vorausgesagt habe, indem er ein Tarotkartenspiel mit dämonischen Symbolen verwendete. Ich weiß nicht recht. Habt ihr Beweise? Ich habe sie gesehen. Ich weiß, dass er das Kartenspiel hat. Eines Tages kam ich in die Küche, tat so, als sei ich verrückt. Und sah sie. Er ist ein Hexer. Ich kann das nicht glauben. Aber ich werde dem nachgehen. Vielen Dank für die Information, Bruder Arcadius. Euer Geheimnis ist bei mir in guten Händen. Und? Naja, du kennst ja Arcadius. Er ist greise und wenig von dem, was er sagt, ergibt Sinn. Ah ja. Boah, was tun sich hier für Abgründe auf? Also ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit Martin. Aber das ist genau das jetzt hier wie mit Arcadius. Die am meisten so tun, als ob sie, sage ich jetzt mal, ziemlich geradlinig wären, die haben meistens die tiefsten Geheimnisse. Man sagt ja nicht umsonst, stille Wasser sind tief. Und bei Arcadius, ich hab's ja vorhin schon gesagt, das war so zu vermuten, dass er so auf verrückt und bekloppt tut, aber in Wirklichkeit eigentlich das hellste Köpfchen hier in der ganzen Abtei ist. Aber das jetzt mit Martin, das schockiert mich jetzt schon ein wenig. Ist er noch im Reflektorium oder noch in der Küche? Er ist noch im Reflektorium, okay. Das heißt, wir könnten die Küche vielleicht untersuchen. Nein.
Das geht nicht. Ich glaube, ich sehe etwas. Aha. Da sind die Karten. Wetten. Ein Päckchen. Was hat es hier zu suchen? Oh, Drogen! Ah, jetzt habe ich das Inventar wieder aktiviert. La 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 la. Da können nur die Karten drin sein. Was hat das Spiel mit dem Inventar? Ist das zu voll oder was? Dauert das zu lang? Wo ist es denn jetzt da? Schauen wir mal, was darin ist. Na, sieh mal an. Tarotkarten. Ha! Bingo! Das sind Tarotkarten. Und allein der Besitz davon kommt einer Ketzerei gleich. Augenblick mal. Diese Karte kommt mir bekannt vor. Es ist das Pentagramm. Aber jetzt, wo ich es genau betrachte, bemerke ich einige Unterschiede zu dem, das wir gestern Abend sahen. Aha. Ist er noch da? Putzt wahrscheinlich immer noch an der gleichen Stelle. Och, Kingas. Ja, er putzt immer noch an der gleichen Stelle. Martin, ich hab da eine Frage an dich. Martin? Ja? Ich habe dieses Kartenspiel in der Küche gefunden. Was? Es gehört mir nicht. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich rede über ein Kartenspiel voll heidnischer Zeichen. Darunter ein merkwürdiges Pentagramm. Vielleicht wisst ihr was darüber? Aber wenn es euch nicht gehört, kann ich es ja dem Abt geben. Mit seiner Hilfe werden wir den Besitzer ermitteln können. Danke für eure Zeit, Martin. Jetzt habe ich dich. Nein, bitte nicht. Wie? Es ist meins. Ich weiß. Ich bitte euch, Bruder, sagt dem Abt nichts darüber. Ich beschwöre euch, es ist ein Geschenk. Ihr sagt, dieses Kartenspiel sei ein Geschenk. Ja, so ist es. Von eurer Mutter, vermute ich. Wie habt ihr es herausgefunden? Diese Art heidnischer Darstellungen sind bekanntermaßen verboten. Das Letzte, was ich erwartet hätte, wäre es, ein Tarotspiel in einer Klosterküche zu finden. In eurer Küche. Jeder andere hätte sich seiner sofort entledigt. Ich fand es aber an einem Ort, an dem es nicht zerstört werden konnte. Ihr hättet es im Ofen, wo es mit Kohle verschmutzt worden wäre, oder im Suppentopf verstecken können. Da ihr ein tiefgläubiger Mensch seid, glaube ich nicht, dass ihr mit einer solchen Symbolik etwas zu tun haben könnt. Aber als ihr vom Geschenk spracht und ich die Sorgfalt sah, mit dem ihr es aufbewahrt und versteckt, wusste ich, dass es von jemandem stammen musste, der euch sehr teuer war. Eure Mutter zum Beispiel. Das stimmt. Versteht ihr jetzt, warum ich es aufbewahre? Darf ich fragen, warum eure Mutter dieses Kartenspiel besaß? Gott vergebe ihr. Sie war... Eine Hexe. Sie war keine Hexe. Sie benutzte das Kartenspiel, um anderen die Zukunft vorherzusagen. Ich weiß, dass es falsch ist. Aber sie hat vielen Menschen Hoffnung gegeben, die sie nicht mehr hatten. Und ist es ihr gelungen? Die Zukunft vorherzusagen? Sehr oft. Was ist aus ihr geworden? Mein Vater hat sie der Hexerei beschuldigt. Er wollte nicht, dass die Glaubensbildung seines Sohnes verderblichen Einflüssen unterliegt. Und bei Gott, ich weiß, dass er richtig gehandelt hat. Aber sie war doch meine Mutter. Das ist eine Tragödie. Es tut mir leid. Man hat sie mit all ihrem Hab und Gut verbrannt. Das, was ihr in den Händen habt, ist alles, was ich retten konnte. Es ist alles, was mir von ihr geblieben ist. Wisst ihr, was das Pentagramm da bedeutet? Es ist... Ich glaube, es ist eine etwas andere Version des Talisman des Saturn. Saturn ist einer der Namen, unter denen man den Teufel kennt. Genau. Und waren um den Talisman, von dem ihr sprecht, vielleicht noch weitere Symbole dargestellt? Ja, das ist richtig. Woher wisst ihr das?
Fahrt bitte fort. Es heißt, dass der Talisman dafür benutzt wurde, um Lucifer persönlich anzurufen. Damit er einen seiner zerstörerischen Diener, Berserk, sende, um auf der Erde Chaos zu verbreiten. Der sogenannte Berserk fühlt sich hier recht wohl. Nicht wirklich. Berserk kann auf dieser Welt selbst nichts anrichten. Er braucht dafür einen Körper. Das heißt, er muss von jemandem Besitz ergreifen. Ja, ich weiß nicht, ob das wahr ist oder nicht. Aber solche Dinge dürfte man nicht versuchen. Berserker, kommt da der Name her? Ich weiß es nicht. Glaubt ihr daran, Martin? Als Christenmenschen müssen wir an die Existenz des Teufels glauben, Bruder Leonardo. Genau wie die Personifizierung des Guten, unseren Herrn, muss es auch die Personifizierung des Bösen und der Sünde geben. Das ist der Teufel. Das Gute kann nichts Böses tun, sonst würde es aufhören, das Gute zu sein. Ja, ich war auch im Seminar. Aber ich frage euch über diesen ganzen Hokuspokus. Glaubt ihr, dass ein einfacher Sterblicher es bewirken kann, dass sich das Tor zur Hölle öffnet? Die Antworten auf solche Fragen überlasse ich den Gelehrten. Ich beschränke mich darauf, meine Hände vom Rachen des Löwen fernzuhalten. Na dann. Aber irgendjemand in dieser Abtei hat den ganzen Kopf hineingesteckt. Ich muss jetzt gehen. Gut, Martin. Das war eine recht interessante Unterhaltung. Hier, ich gebe euch dies zurück. Wenn Was? Es euch recht ist, leihe ich mir diese Karte aus. Den Talisman des Saturn. Wie ihr wünscht, aber bitte, sagt niemandem etwas über das Kartenspiel. Meine Lippen sind versiegelt. Ich danke euch aus vollem Herzen. Vielen Dank, Bruder Leonardo. Hä? Was los? Nun denn, ich verlange Rechenschaft. Ich hoffe... Ganz ruhig, Martin. Es geht nicht um euch. Was ist denn jetzt los? Aber dass er dem die Karten wiedergegeben hat. Herr Martin ist eine gute Seele, das wusste ich. Ah, es geht in den Kapitalsaal. Hoppla! Brüder, wie ihr wisst, ist unsere Abtei in den letzten Tagen von großem Unheil heimgesucht worden. Lucifer begehrt auf das heftigste Einlass in unsere ehrwürdigen Mauern. Doch statt Maßnahmen zu ergreifen, um dies zu verhindern, beharren einige darauf, der Anwesenheit des Teufels in unseren Reihen nicht gewahr zu werden. Sie dachten, dass er mit der Zeit einfach wieder verschwinden würde. Die traurige Folge dieser Einstellung kennen wir alle. Glücklicherweise wird sich nun alles ändern. Nazario von Mailand, einer der erbarmungslosesten Soldaten im Kampf gegen das Böse, ist gekommen, um die Todesserie zu beenden. Es wurde höchste Zeit, dass jemand etwas dagegen unternimmt, bevor wir alle umkommen. Befindet sich in diesem Saal ein Mönch namens Eladius de Theben? Eladius de Theben. Er ist nicht hier. Das bestätigt meinen Verdacht. Oh. Aufgrund welcher Beweise beschuldigt ihr Eladius? Eladius de Theben ist ein Verbrecher. Er wird seit 2 Jahren wegen Diebstahls in einem Kloster von Tarragona gesucht. Es wurde eine sehr wertvolle Reliquie des 9. Jahrhunderts gestohlen. Damals nannte er sich Eleutherius von Antiochia. Er und sein Komplize haben alles sehr wohl geplant. Komplize? Ja. Ein kleiner, hässlicher Mönch. Ein Übersetzer. Umberto, Sie sind gemeinsam hierher gekommen. Nun, hier habt ihr euren Mörder, Pater Abt. Aber Sie kamen mit dem besten Empfehlungsschreiben. Alle zweifelsohne gefälscht. Habt ihr ihre Echtheit nicht überprüft?
Es fällt mir auch gerade auf. Guck mal, was die für riesige Hände haben. Ey, das ist doch nicht normal. Da ist die Hand größer als das Gesicht. Ist das absichtlich? Wer ein Dieb ist, ist nicht automatisch ein Mörder. Du hast keinerlei Beweise dafür. Du weißt nicht, was du sagst. Wer ein Dieb ist, ist nicht automatisch ein Mörder. Ach nein? Brüder, ich habe Lucifer gesehen. Er hat viele Masken, aber er ist immer derselbe. Die Unzucht. Lust an der Sünde zu empfinden, frisst nach und nach die Seele des Unglücklichen auf, der sich von Lucifer verführen lässt, bis sie ihn voll und ganz verschlingt. Ich bin gekommen, um den Teufel aus dieser Abtei zu verbannen. Und das werde ich tun. Es gibt nur eine Form, das Böse aufzuhalten. Durch Erbarmen mit der Seele und Läuterung des Körpers. Er will ihn umbringen. Vielleicht stirbt ein weiterer Mönch, während euer Meister sich damit amüsiert, Unschuldige zu verbrennen. Vielleicht seid ihr der nächste Mönch, der stirbt. Und das von einem Orden des Friedens. Ich muss ins Hospital eindringen, um zu verstehen, was mit Eladius geschehen ist. Irgendwie verändern sich jetzt hier alle Personen irgendwie aufs Schärfste. Also alle Eigenschaften von den ganzen Leuten sind jetzt irgendwie für die Tonne. Und was ich eigentlich auch schon die ganze Zeit sagen wollte, ist, wir überlegen mal an das Spiel Still Life 2. Da haben wir das ganze Spiel an einem Ort verbracht, nämlich diesem Haus. Hier ist es gleich, wir verbringen das ganze Spiel in dieser Abtei, aber es ist ein himmelweiter Unterschied. Hier ist es, fällt es erstens nicht auf, negativ. Es ist spannend, es ist storymäßig total geil. Also ich kann das Spiel im Moment einfach nur loben. Vor allen Dingen das Geile ist, ich lerne hier gerade auch über das Christentum, über die Kirche, über eine Abtei wirklich Sachen. Reflektorium, wusste ich gar nicht, was das ist. Jetzt weiß ich es. Also es ist wirklich sehr interessant. Gut, aber zu viel der Lobeshymnen. Oh. Ah, okay, also gut, diese Ladesequenzen, auch das Inventar, das ist natürlich jetzt schon etwas nervig. Was, sich da eigentlich irgendwas verändert? Nö. Also diese Lade... Es kann doch nur was mit dem Laden zu tun haben, oder? Ist der Kapitalraum jetzt eigentlich auf? Er ist abgeschlossen. Es wird niemand darin sein. Das Taufbecken. Wird hier irgendwann noch einer getauft? Das Taufbecken. Derzeit ist es leer. Ja. Es wird am Vorabend des Palmsonntags gefüllt. Was macht denn Bruno jetzt schon wieder mit uns? Zur Krypta? Kann ich da nochmal rein? Sie ist abgeschlossen. Das weiß ich. Ach, das... Man geht so unbewusst ins Inventar und dann bereut man es schon, dass man es angewählt hat. Ach, nee. Also das ist, es kann nicht normal sein. Also irgendwas stimmt hier nicht. Ich weiß nicht, ob da jetzt so viele Daten im Hintergrund geladen werden müssen oder irgendwas anderes. Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall... Oh, er will gar nicht. Ja, dann eben nicht. Kruzifix. Was? Kerze. Wieso kann ich denn jetzt die Kerzen anwählen? Ach nee. Das ist nicht nötig. Warum nicht? Es scheint keine normale Kerze zu sein. Hä? Sie ist sehr weich. Das ist nicht nötig. Wo, Hoffentlich hat mich niemand gesehen. Es wäre sehr unangenehm, wenn man mich zur Rechenschaft zöge, weil ich sie vom Altar genommen habe. Okay. Ach, so ein Mist. Na, egal. Wo jetzt hin? In unsere Klause? Vielleicht ist da irgendwas. Das Hospital? Ja, da kommen wir aber nirgendwo rein. Da gibt es ja nur die eine Tür. Moment mal, da fehlt doch ein Screen. Bin ich bekloppt? Doch, jetzt.
Fenster. Aha. Latsch, latsch, latsch. Hier auf den Wagen klettern und dann da hoch. Ich komme von hier aus nicht dran. Ja, Bruno. Das ist Bruno, mein Schüler. Du kommst mir müde vor. Natürlich bin ich müde. Wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen. Aber euch scheint das ja nichts auszumachen. Ja, stimmt. Eigentlich fühle ich mich ziemlich wach und aufgeregt. Weil ihr von diesen Ermittlungen besessen seid. Warum überlassen wir nicht alles der Inquisition? Wenn du Nazario so kennen würdest wie ich, wüsstest du, dass es das Schlimmste wäre, was wir tun könnten. Nazario, natürlich, klar. Warum bin ich nicht schon viel früher darauf gekommen? Der muss doch mit Sicherheit im Haus des Abts sein. Na, Himmel, Arsch und Zwirn. Wobei, ich glaube, das wäre jetzt hier rechts gewesen. Tja, das ist auch wieder zu. Mal steht da Haus des Abts, mal steht da Segundus Abbeiz. Zimmer, der ist ja gar nicht da. Da liegt ein Brief. Hat er gekündigt? Hm. Oh, schon wieder das Inventar. La 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 la. Meine Güte, so ist er da. Der Umschlag ist versiegelt. Ich werde ihn öffnen. Ja. Schön. Ich habe mich mit dem Siegellack beschmutzt. Aber hier ist der Brief. Lesen wir ihn. An den ehrwürdigen Pater Abt von San Torquato zur Kenntnisnahme. In tiefer Betroffenheit wende ich mich an euch, um euch über den Inhalt der Enthüllungen zu unterrichten, die mir vor kurzem bezüglich unseres Bruders Egidius gelangen, den ihr aufgrund meines letzten Besuches in eurer Abtei liebenswürdigerweise meiner Aufsicht unterstellt hattet. Als Zeuge des von Egidius verursachten Zwischenfalls war es meine Absicht, den Lehren unseres Herrn in aller Bescheidenheit weiterzufolgen, indem ich für ihn plädierte und darum bat, ihn nach Nuestra Señora de la Natividad zu versetzen. Jetzt erst verstehe ich das Ausmaß meines Fehlers. Anstatt für seine Fehltaten in unserer Abtei Buße zu tun, verschlechterte Egidius seinen trägen und wenig respektvollen Umgang mit den Autoritäten weiter. Daher sehe ich mich in der Pflicht, euch darum zu bitten, unseren Bruder abermals in eurem Haus aufzunehmen und ihm die Einhaltung der Ordensregel in der Form beizubringen, die ihr dafür am geeignetsten haltet. Ich vertraue darauf, dass die Route, die ihr für das Maß seiner Zucht ansetzt, so streng sein wird wie unsere heiligen Gelübde. In Nuestra Señora de la Natividad, Segundo von Mailand, Prior. Ach, herrje. Ich wollte eigentlich zwar nicht hier hin, aber das ist jetzt schon wieder sehr krass. Ich hoffe, da ist jetzt jemand. Was ist denn jetzt schon wieder? Ach so, der Screen ändert sich. Unmöglich. Sie ist abgeschlossen. Wo ist der Abt denn? Das ist die Lektüre des Abts. Wir lassen sie lieber dort. Okay. Ah, Gott. Tja. Ich hab's keine Ahnung. Wo nun hin? Was machen? Freunde, aber ich sehe gerade, die Zeit ist erreicht. Ich überprüfe jetzt auch mal meinen Festplattenspeicher. Und dann weiß ich nicht, ob es jetzt gleich dann noch eine weitere Folge gibt. Ansonsten dann erst wohl morgen wieder. Also macht es gut. Bis dann. NRW bei 18. Adieu.